Ja, herzlich willkommen. Ich freue mich, Ihnen heute unseren neuen Eriva Touring vorstellen zu dürfen. Kommen Sie einfach mal mit nach innen. Der Touring, ich denke, viele von Ihnen kennen ihn, ist der Urknall, möchte ich sagen, einer ganz besonderen Erfolgsgeschichte. Erfolgsgeschichte für die Marke Eriva auf der einen Seite, aber auch für die ganze Erwin Hümer Group. Und der Touring bildet heute noch den Kern unserer Marke. Sein besonderer Charakter verleiht ihm seine Bauweise, seine Formgebung und eben bedingt durch diese Bauweise im Stahlkäfig, wie wir sie hier sehen. Und Aero-Bauweise hat sie Erwin Hümer damals schon immer bezeichnet, ermöglicht uns einfach diese besondere Formgebung, die dem Fahrzeug seinen besonderen Charakter verleiht. Heute machen wir einen ganz großen Schritt. Immer mit dem Fokus, diese DNA zu erhalten. Und ich möchte mal sagen, wir begeben uns heute in ein ganz großes Eriva-Abenteuer. Ja, und Sie sehen schon ein bisschen in einem einzigartigen Design und auch einem einzigartigen Raumgefühl dieses Fahrzeugs. Und Sie sehen, wir befinden uns hier in der Sitzgruppe und die ist bezeichnet durch diese große 180-Grad Panorama-Lounge. Panorama-Lounge deshalb, weil wir umlaufende Fenster haben. Ja, und mit diesem Fahrzeug sitzen Sie an den schönsten Orten der Erde, immer in der ersten Reihe mit der besten Aussicht. Ja, den Charakter unterstreicht natürlich insbesondere unsere Sitzgruppe hier mit den besonders hohen Rückenlehnen, alles in einem eleganten Leder ausgekleidet und ja, nicht nur Komfort, sondern einfach auch was fürs Auge. Und die Küche ist auch ein ganz besonderes Designerstück. Sie sehen hier die Funktionen, Kocher, Spüle, die Schubladen, dann hier ein 150 Liter Kompressorkühlschrank, eingefasst in eine Arbeitsplatte, die sich in Form eines großen Cs um die Küche schwenkt und im Zentrum hier ein rundes Fenster, ja, das hier dem Fahrzeug auch nochmal so ein bisschen einen Yachtcharakter verleiht. Und das Besondere hier in der Küche ist noch unser Kaffeemaschinenauszug hier versteckt im Dachstauschrank. Immer unkompliziert dann verräumt während der Fahrt. Können Sie einfach auf der Urlaubsfahrt dann auch unkompliziert Ihren Kaffee genießen. Und hier noch eine schöne Unterbringung für die Kaffeekapseln. Gehen wir weiter nach hinten im Fahrzeug. Hier auf dem Weg ins Schlafzimmer ist noch der Kleiderschrank auf der Seite. Ein deckenhoher Kleiderschrank, wo wir mit zwei Kleiderstangen arbeiten können oder eben auch Einlegefächern. Und jetzt sind wir schon im nächsten Highlight, unser Schlafzimmer. Wir bezeichnen es ebenfalls als 180 Grad Panoramaschlafzimmer, natürlich auch durch diese umlaufenden 180 Grad breiten Fensterfront. Und hier finden wir eben auch wieder, wie im ganzen Fahrzeug, LED-Beleuchtung, indirekte Beleuchtung, Leselichter, alle Lichter einzeln schaltbar, alle Lichter einzeln dimmbar. Also für jede Stimmung das richtige Licht ist hier möglich. Und Besonderheit hier in Bettform ist noch unser V-Bett. Und V-Bett deshalb, weil wir haben hier, sagen wir, die Funktion eines Einzelbetts, aber auch die Funktion von Doppelbetten. Und das Beste daran ist, wir haben darunter einen riesigen praktischen Stauraum. Kommen wir weiter. Hier auf der Seite befindet sich das Badezimmer. Badezimmer ist auch etwas Besonderes und wir haben hier unser Komfortbad in unserem neuen Touring. Komfortbad einfach mit einer separaten Dusche noch zusätzlich, wo ich einfach auch noch einen zusätzlichen Duschkomfort habe. Auf dem Weg nach vorne sehen wir hier jetzt auf der Seite dann noch unseren Multimedia-Bereich und mit Radio, DVD und hier eben dann unseren 32 Zoll Bildschirmmonitor fürs Fernsehen. Und hier eine Besonderheit, ein weiteres Highlight vom neuen Touring ist unsere Elektrozentrale, möchte ich mal sagen. Und hier an der Stelle unser Bedientableau, über das Sie zentral die Fußbodenheizung, die Wasserheizung, die Füllstände der Batterie, die Füllstände der Wassertanks abrufen können. Ja, und Eriva kommt mit diesem Bedienpanel auch jetzt in der Zukunft an. Das wird auch zukünftig App-gesteuert funktionieren, dass Sie sozusagen über Ihr Mobiltelefon auch das Fahrzeug überwachen und steuern können. Ja, und dann kommen wir noch zu einer, ich möchte mal sagen, Weltneuheit und Weltpremiere. Dieses Fahrzeug
wird der erste Caravan sein, der serienmäßig eine Hubstützanlage verbaut hat. Hier über diese Fernbedienung, die ist nicht für den Fernseher, sondern für die Besteuerung der Hubstützanlage, können Sie einfach per Knopfdruck können Sie das Fahrzeug am Urlaubsort in die richtige waagrechte nivellierte Urlaubsposition bekommen. Ja, und bevor ich jetzt in Urlaub mit dem Fahrzeug fahre, möchte ich Ihnen das noch von außen zeigen. Ich freue mich, Ihnen das Fahrzeug nun auch von außen zu präsentieren. Es ist der größte Touring, den es je gab. Es ist der schönste Touring, den es je gab. Und für mich der exklusivste Touring, den es je gab. Sie sehen nun auch von außen dieses elegante 180-Grad-Panoramafenster, das diesem Fahrzeug diesen besonderen Charakter verleiht. Darüber hinaus von vorne hier zu sehen, diese stabilen, edlen Echtmetallgriffe oder dann auch unten die Abschlussblende in einem echten Aluminiummetallstrang und ganz besonders hier an der Seitenwand unsere silberne Lackierung mit dem runden Fenster hier an der Küche und geteilt durch diese Gürtelleiste mit diesem integrierten blauen LED-Licht. Dann steht das Fahrzeug auf 8,50 Meter Länge, 2,36 Meter Breite und einer Stehhöhe von 2,05 Meter. Das unterstreicht diese Großzügigkeit dieses Fahrzeuges. Wir sind nun am Heck schon angekommen und auch hier sehen Sie die Fortführung dieser Eleganz. Hier der elegante, stabile Rangierbügel oder als Highlight von meiner Seite unsere Stoßstange auch in einem echt verchromten Edelmetall und dann darüber hinweg dieses elegante Lichtband. Ja, ich weiß jetzt nicht, wie es Ihnen geht. Ich würde am liebsten sofort losfahren. Bis bald!